Die Neuauflage der magischen Korrespondenzentabelle ist schon länger online. Ja, das Buch hat sich mega entwickelt. Ich habe jetzt auch ein Cover gestaltet. Ja, ein bisschen besser diesmal. Man kann hier auch sehen, dass die Korrespondenzentabelle um einiges dicker ist. Ich habe gesehen, das Format diesmal ist kleiner als das alte, was ich gerade nicht ganz verstehe. Ich hatte immer noch DIN A4 angegeben gehabt, aber irgendwie ist es jetzt ein bisschen kleiner, aber der Inhalt ist ja gleich. Da hat sich nichts geändert. An sich, außer es ist ein bisschen mehr geworden und zwar fast um 100 Seiten. Die Zutaten sind neu sortiert und übersichtlicher gestaltet. Die Einleitung zu Hilfsmittel und Hexenwerkzeuge wurde gemacht und überarbeitet. Die Zutatenaufteilung ist jetzt auch unterteilt in rufend und bannend. Also was ist jetzt hier, um irgendwas zu rufen? Also Glück rufen praktisch oder negative Energie bannen. Zu welcher Kategorie es eben halt gehört. Komplett neu sind die Farbenlehren, die mit drin sind, ein bisschen. Dann weiter noch das Wissen zu den vier Elementen wurde erweitert und eben halt dann neue Themen hineingebracht, wie Chakren, Analogien, Tabellen, Hahn, Feder, Krafttiere. Ein bisschen mehr einfach wie vorher. Habt Spaß mit der Tabelle. Vielen Dank, dass ihr mich damit unterstützt. Bis dahin. Tschüss.